You are not going to want to miss this one. Das sagte Tim Cook zu der WWDC 2019. Und er hatte recht. Apple hat auf der Keynote einiges präsentiert. Alle Infos zu iOS 13, macOS Catalina, dem neuen iPad OS, dem neuen Mac Pro plus Display und noch vieles mehr habe ich für euch in diesem Video zusammengefasst. Starten wir mit dem ältesten Betriebssystem macOS. macOS 10.15 wird Catalina heißen. Wie im Vorfeld von vielen vermutet, wird iTunes durch mehrere Apps ersetzt. Zum einen durch die Apple Music App, die Podcast App und die TV App. Die einzelnen Apps ähneln sehr den iOS-Versionen. Die Synchronisation geschieht jetzt über den Finder. Schließt ihr euer iPhone oder iPad am Mac an, öffnet sich also keine App mehr. Neu ist, dass Podcasts mittels Machine Learning durchsucht und kategorisiert werden. So kann auch nach beispielsweise Themen, Personen und so weiter gesucht werden. In der TV-App wird wie auf dem Apple TV 4K, 4K HDR und Dolby Atmos Sound unterstützt. Einige Third-Party-Apps hatten es ja bereits ermöglicht, das iPad als Display für den Mac zu nutzen. Dieses Feature gibt es jetzt auch direkt von Apple. Sidecar heißt das Ganze. Besonders schön ist, dass auch der Apple Pencil unterstützt wird. So kann das iPad wie ein Grafiktablet zum Zeichnen genutzt werden. Die Erinnerungen-App wurde sowohl auf dem Mac und auch auf iOS-Geräten verbessert. Neben einem neuen Interface erkennt die App jetzt auch automatisch Orte und Termine. Es können zudem Fotos angehangen werden. Die neue Reminders-App erkennt automatisch, wann ihr benachrichtigt werden müsst. Neben dieser App wurden auch weitere Apple-Apps verbessert. Zum einen die Fotos-App, dazu später mehr im iOS-Teil. Aber auch Safari und die Notizen-App. In Safari wurde die Startseite erneuert. Auf dieser befinden sich jetzt Vorschläge von Siri. Diese werden von Lesezeichen, der Leseliste, geöffneten Tabs auf anderen Geräten und Links aus der Nachrichten-App ausgewählt. In der Notizen-App gibt es jetzt eine neue Galerieansicht. Hier können Ordner erstellt werden. Diese können auch mit Freunden geteilt werden. Zudem soll Apple die Suche verbessert haben. In Checklisten kann man jetzt abgehakte Punkte automatisch nach unten an das Ende der Liste sortieren lassen. Die Finde meine Freunde und Finde mein iPhone-App wurden zusammengeführt. Die neue App heißt Find My. Eine spannende neue Funktion ist, dass auch Geräte, die offline sind, über die App gefunden werden können. Das Gerät sendet ein Bluetooth-Signal aus. Dieses wird von anderen Apple-Usern empfangen und in das Internet übertragen. Das ganze System ist natürlich verschlüsselt. Auch Macs können im Falle eines Diebstahls jetzt komplett gesperrt und damit für den Dieb unnutzbar gemacht werden. Die Bildschirmzeitfunktion hat ihren Weg auf dem Mac gefunden. Die App besitzt alle Features der iOS-Variante. Project Marzipan heißt jetzt Catalyst. Hiermit können iPad-Apps schnell und einfach auf macOS portiert werden. Apple hatte damit ja schon im letzten Jahr iOS-Apps auf den Mac gebracht. In der Zwischenzeit wurden einige Funktionen verbessert. Catalyst wurde jetzt auch für Entwickler veröffentlicht. Wir werden also in Zukunft einige iPad-Spiele auf dem Mac sehen. Voice Control ist eine neue Bedienungshilfe. Hiermit kann komplett der Mac und auch alle anderen Apple-Geräte gesteuert werden. Apple hat Milliarden in eigene Serieninhalte investiert. Auf der Keynote zeigten sie endlich einen Trailer einer ihrer Produktionen. For All Mankind wird die Serie heißen, in der es darum geht, was passiert wäre, wenn das Wettrennen ins Weltall niemals geendet hätte. Neben diesem Trailer gab es aber auch eine neue TV-OS-Version. Der Homescreen wurde komplett redesigned und sieht jetzt strukturierter und aufgeräumter aus. Der von vielen lang erwartete Multi-User-Support kommt ebenfalls. In der Music-App werden jetzt die Lyrics angezeigt. Dieses Feature wird es übrigens auch auf allen anderen Plattformen geben. Es gibt einen neuen Unterwasser-Screensaver und auch Gamer haben Grund zur Freude. Denn das Apple TV wird Xbox One und PlayStation 4 Gamepads unterstützen. Kommen wir zum umfangreichsten Update, iOS 13. Wie schon im letzten Jahr hat Apple die Performance stark verbessert.
Achtung, jetzt kommen einige Prozentangaben. Face ID soll 30% schneller sein. Apps sollen bis zu 2-mal so schnell starten. App-Downloads sind 50% kleiner und Updates 60% kleiner. Ich bin gespannt, ob Apple diese Angaben halten kann. Das von vielen am meist erwartetste Feature dieser Keynote war der Dark Mode. Dieser kann im Control Center eingeschaltet werden. Alle Apps von Apple und auch Third-Party-Apps erscheinen dann in dem dunkleren Design. Bei Android gibt es diese Funktion schon lange. In iOS 13 kann man jetzt über die Tastatur wischen, um Wörter zu schreiben. Bisher ist das nur durch Apps wie SwiftKey möglich gewesen. Beim Teilen von beispielsweise Bilder werden jetzt Personen vorgeschlagen. Die Karten-App bekommt ein riesiges Update. Karten sind jetzt deutlich detailreicher. Zudem können ähnlich wie bei Google Maps oft besuchte Orte gespeichert werden. Es können auch Kollektionen erstellt werden. Diese lassen sich mit Freunden teilen. Eines der spannendsten Funktionen ist aber Look Around, eine Art Street View-Ansicht. Diese sieht allerdings deutlich besser aus als beim Konkurrenten Google. Wo ist der Haken, fragt ihr euch? All diese Features sind erst ab Ende 2019 in den USA verfügbar und in Deutschland frühestens 2020. Auch um das Thema Sicherheit ging es auf der Keynote. Es gibt eine neue Auswahlmöglichkeit, dass man Apps nur einmalig Zugriff auf den Standort gewähren kann. Das iPhone alarmiert euch, sollten Apps euren Standort im Hintergrund tracken, und auch das Tracking über WLAN und Bluetooth wurde weiter gesichert. Bei vielen Diensten und Webseiten kann man sich mittlerweile mit seinem Google- oder Facebook-Account anmelden. Diese Option bietet jetzt auch Apple an. Hier werden allerdings weniger Daten von euch mit dem Anbieter der Website geteilt. Wenn ihr eine E-Mail angeben müsst, könnt ihr auswählen, dass Apple eine eigene erstellen soll. Das heißt, die Website hat nicht eure persönliche Mailadresse. HomeKit unterstützt jetzt auch Sicherheitskameras. Die Videos werden auf dem Apple-Gerät analysiert und dann verschlüsselt in die iCloud geladen. In der Cloud werden die Videoaufnahmen für 10 Tage gespeichert. Euer iCloud-Speicherplatz wird dadurch nicht beeinträchtigt. In der Nachrichten-App könnt ihr jetzt ein Profilfoto und einen Namen angeben. Das Profilfoto kann auch ein Memoji sein. Diese können jetzt noch mehr individualisiert werden. Zudem lassen sich aus den Memojis Sticker erstellen, die sich systemweit auch in Apps von Drittanbietern nutzen lassen. Das funktioniert auf allen Apple-Geräten, die mindestens einen A9-Chip besitzen. Der Porträt-Fotomodus wurde weiter verbessert. So lässt sich jetzt auch die Intensität des Lichtes einstellen. Beim Bearbeiten von Fotos gibt es neue Optionen und Effekte. In iOS 13 lassen sich jetzt auch Videos bearbeiten. Die Fotos-App ist deutlich übersichtlicher geworden. Durch Machine Learning erkennt das iPhone Duplikate. Diese werden dann nicht mehr angezeigt. Das sorgt für mehr Übersicht. Dafür gibt es das neue Menü Days. Bei Monat und Jahr werden die Fotos nach Ereignissen sortiert, die in diesem Monat und in mehreren Jahren stattgefunden haben. Siri hat leider kein großes, dafür aber mehrere kleine Funktionen spendiert bekommen. Das größte Feature ist wohl die neue Sprachausgabe, die erstmals ohne einen Mensch auskommt. Die Sprache wird komplett durch die Software generiert und klingt deutlich besser. Trägt man AirPods, werden neue Nachrichten direkt vorgelesen. Danach kann man ohne einen weiteren Befehl sofort antworten. Das Ganze funktioniert auch mit Apps, die nicht von Apple sind. Mit der Audio-Sharing-Funktion lassen sich Audioinhalte von einem iPhone auf mehrere AirPods streamen. Bis jetzt ging es nur um das iPhone. Das liegt daran, dass Apple die iOS-Version für das iPad jetzt iPadOS nennt. Diese kommt natürlich mit allen Features von iOS 13. Zusätzlich wurde aber zum Beispiel der Homescreen geändert. Das Grid, auf dem die App-Icons sind, ist jetzt etwas schmaler. Zudem lassen sich Widgets an den Rand anhängen. Auch beim Multitasking hat sich einiges getan. So könnt ihr jetzt schneller zwischen angehängten Apps wechseln. Es ist auch möglich, zweimal die gleiche App nebeneinander zu öffnen. In der Files-App gibt es eine neue Ansicht, die schon vom Mac bekannt ist. Auch hier gibt es eine kleine Vorschau der Datei und Schnellaktion
und selbst der Dateiimport von USB-Sticks und externen Festplatten ist jetzt möglich. In Safari gibt es jetzt wie auf dem Mac eine Download-Warteschlange. Die Auswahl, das Kopieren, Einfügen und Widerrufen von Textpassagen wurde vereinfacht und erfolgt jetzt über Multitouch-Gesten mit drei Fingern. Die Latenz des Apple Pencils wurde von 20 auf 9 Millisekunden reduziert. Auch die Funktion, Anmerkungen mit dem Apple Pencil hinzuzufügen, ist verbessert worden. Ihr müsst nur mit dem Stift von einer Ecke zur Mitte des Displays streichen. In Safari kann dann auch ausgewählt werden, dass ein Bild von der kompletten Website und nicht nur von dem sichtbaren Bereich gemacht wird. In WatchOS 6 haben es einige iPhone-Apps auf die Uhr geschafft. Der Taschenrechner, Apple Books, Voice Memos und der App Store. In dem App Store auf der Watch könnt ihr komplett unabhängig vom iPhone Apps kaufen und installieren. Passend dazu gibt es jetzt auch komplett unabhängige Apps, die kein iPhone mehr benötigen. Es gibt 4 neue Watch Faces, die ihr hier im Hintergrund sehen könnt. Zudem lässt sich einstellen, dass man zur vollen Stunde mit einem Tap benachrichtigt wird. Ist der Ton der Uhr eingeschaltet, kommt zudem ein Audiosignal. Auch in diesem Jahr hat Apple den Fokus wieder auf die Gesundheit gesetzt. So werden euch jetzt Aktivitätstrends angezeigt. Dafür wird eure Bewegung mit dem kompletten Jahr verglichen. Sollte euer Trend nach unten gehen, empfiehlt euch die App Maßnahmen, wie ihr eure Aktivität wieder steigern könnt. Ein weiteres Feature ist, dass die Umgebungslautstärke aufgenommen wird. Ihr könnt einstellen, dass ihr benachrichtigt werdet, sobald die Lautstärke gesundheitsschädlich ist. Auch eine App, um den Menstruationszyklus aufzuzeichnen, gibt es jetzt direkt von Apple. All diese Informationen findet man auch in der leicht neu designten iPhone-App. Viele Pro-User haben seit Jahren auf die Veröffentlichung eines neuen Mac Pro gewartet. Das Design erinnert stark an das erste Modell und ist nun wieder anpassbar. Der Mac Pro kommt in der höchsten Ausstattung mit einer Intel Xeon CPU mit 28 Kernen und bis zu 1,5 TB RAM. Durch die 8 PCI-Slots kann man den Mac Pro seinen Bedürfnissen weiter anpassen. Neben Platz für bis zu 4 Grafikkarten, die keine zusätzliche Kühlung benötigen, hat Apple einen Videodecoder entwickelt. Dieser heißt Afterburner und kann 6 Milliarden Pixel pro Sekunde verarbeiten. Das Netzteil hat eine Leistung von 1400 Watt. Zum besseren Transport können an dem Gehäuse Räder angebracht werden. Den Mac Pro gibt es ab $5.999 Ende des Jahres. Passend zum Mac Pro wurde auch ein neues Display vorgestellt. Das Pro Display XDR. Die Bildschirmdiagonale beträgt 32 Zoll und die Auflösung 6K. Das Display soll eine Helligkeit von 1000 Nits dauernd und 1600 Nits im Peak erreichen können. Das Kontrastverhältnis beträgt 1 Million zu 1. Das Pro Display XDR wird $4.999 kosten. Der Ständer kostet dann allerdings nochmal weitere $999. Auch das Display wird es ab Ende des Jahres geben. Es gab noch ein paar Updates für den HomePod. Hält man sein iPhone nah an den HomePod, wird es automatisch verbunden und wenn man das Haus verlässt, automatisch getrennt. Siri kann jetzt auch Radiostationen abspielen. Und auch am HomePod gibt es jetzt mehrere Profile. Es wird erkannt, wer gerade spricht. Auch CarPlay hat ein kleines Update bekommen. Das Interface wurde leicht umgestaltet, es gibt jetzt einen Kalender und Siri unterstützt auch Apps von Drittanbietern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt eure Meinung zu den Updates und auch zur kompletten Keynote gerne in die Kommentare.